Und hallo und herzlich willkommen wieder zu Let's Play Classic The Secret of Monkey Island, das Grafik-Adventure von 1990, Lucasfilm Games. Und wir sind hier der berühmt-berüchtigte Piratenanwärter Guybrush Threepwood auf der Insel hier. Ja, und wir haben gerade schon den Weg zum Schwertmeister gefunden, das ist hier. Da kann man auch hingehen jetzt, wenn man hier direkt draufklickt. Dann muss man sich nämlich den Weg nicht merken und dann kommt man nämlich genau hier beim Schwertmeister raus. Muss man da nicht mehr hin. Gut, dann war ich hier bei dieser Gabelung und ich bin ja hier in diesen Weg gegangen. Das ist dann quasi so ein kleines Labyrinth. Und hier noch diese Blumen. Die habe ich schnell mal gepflegt. Nein, was sind die schön gelb. So, hier ist der Rhein. Irgendwo waren die roten Blumen. Da weiß ich gar nicht mehr, was er gesagt hat. Muss ich noch mal gucken, wo die sind. Na, Katze, nicht auf die Maus klicken. Hier sind die roten. So, was wollt ihr denn jetzt noch mal mit den roten Blumen? Irgendwas ist damit. Überall im Wald gibt es diese roten Dinger. Gut, ich glaube nicht, dass es sich für einen Piraten ziemt, im Wald zu spazieren und Blumen zu pflücken. Okay. Ja, also wer jetzt hier alte LucasArts oder Lucasfilm Games Spiele kennt, der würde jetzt sagen, hey, hier in den Wald, da muss man halt jetzt einfach mal alles abgehen. Und dann würde man irgendwann schon auf irgendwas kommen, was man braucht. So dann halt aber nicht. So, gut. Da haben wir einen stinkenden Piraten noch. Gut, was fehlt mir jetzt? Es fehlt mir ganz klar Geld. Gucken wir dann einfach mal hier diese Insel so ein bisschen lang. Und wir treffen hier einen Zirkus. Hurra! Was sehen wir hier? Da drinnen scheint etwas los zu sein. Was haben wir? Ich würde ja hineingehen, aber bei Schießpulver muss ich niesen. Nun, ich habe mir letzte Woche bei der Löwennummer die Hand verletzt. Ich glaube nicht, dass der Kratzer so viel wiegt wie meine Allergie. Du Betrüger hast gar keine Allergie. Los, ab in die Kanone. Nein, du gehst in die Kanone. Nein, du gehst in die Kanone. Feigling. Angsthase. Waschlappen. Memme. Blutsauger, Ausbeuter, Schurke, Schuft, Nichtsnutz, Taugenichts, Dummkopf, Schwachkopf, Starkopf, Sturkopf, Querkopf, Pirat. Okay, was habe ich hier? Du bist ja ein Pilot, ich verkaufe diese Verlierten. Huch, die sind aber schnell gekommen. Ein irrsinniges Kunststück, ein todesmutiges Kunststück. Nun, nicht ein richtiges, ein gefährliches Kunststück. Nein, nicht wirklich gefährlich, ein einfaches Kunststück. Boah, reden die schnell. Mit einem unglaublichen, wagemutigen Akku. Überall bekannten, fantastisch fliegenden Fettuccini Brothers. Das sind wir. Mein Bruder Alfredo und mein Bruder Bill. Na, ist das was? Ja, das ist was. Es ist ganz einfach, wirklich. Siehst du die Kanone hier? Alles, was du tun musst? Steig in die Kanone! Und wir schießen dich heraus. Quer durch das Zelt. Alles sehr sicher, natürlich. Also, was sagst du dazu? Wie viel zahlt ihr denn? Da geht die Musik aus. Wie wäre es mit 478 Goldstücken? Okay, das klingt gut. Her mit dem Geld. Hast du einen Helm? Nein, wieso? Brauche ich einen? Keinen Helm?
Oh, du brauchst aber einen Helm. Die menschliche Kanonenkugel trägt immer einen Helm. Auf jeden Fall. Besorg dir einen Helm, dann machen wir den Trick. Okay. Gut, ein Helm. Der Topf wäre sicherlich ein Helm. Kann man mal kicken. Gucken, ob der Topf geht. Wenn das nicht klappt, müssen wir halt was anderes nehmen. So. Reingehen. Blutsauger. Ausbeuter. Okay. Warum habt ihr diese seltsamen Anzüge? Hallo? Bereit für die menschliche Kanonenkugel? Hast du einen Helm? Natürlich habe ich einen Helm. Für was für einen Idioten haltet ihr mich? Nun, zeig mal her. Wir wollen sicher sein, dass es sicher ist. Sollte es dir ja nicht wehtun. Auf keinen Fall. Gut, dann gib Topf an Fettuccini. Ja, das wird als Helm ausreichen. Jetzt können wir loslegen. Geh einfach hier hin, Junge. Nun setz den Helm auf. Und steig in die Kanone. Und wir kümmern uns um den Rest. Echo. Echo. Und boom. Tja, hat der Helm viel genützt, ne? Es klappt. Ich bin so erleichtert. Hey, bist du okay? Wo ist mein Helm? Ich bin Bobbin. Bist du meine Mutter? Na, wer weiß, wer Bobbin ist? Ja, das ist der Junge aus Loom. Ihm geht's gut. Hurra, wir wurden soeben vor einem finanziell fatalen Schadensersatzprozess bewahrt. Hier ist ihr Geld, mein Herr. Nur ein kleiner Ausgleich für ihre Hilfe. Wir sollten nur etwas genauer zielen. Ja, da ist das Strom. Ich versuch's als Nächster. Nein, ich bin der Nächste. Nein, ich. Nein, ich. Drückeberger. Lira, Rübel, Fatzke. Okay. Gut, und jetzt habe ich 478 mit zwei Goldstücken dazu. Habe ich jetzt 480 Goldstücke. Damit bin ich jetzt stinkenreich. So, und jetzt kann ich auch alle Sachen kaufen, hoffentlich. So. Gut. Was ist denn hier mit diesem Piraten? Ein Pirat? Oh, da kann ich gar nicht hin. Ja, ich will nicht im Ausguck, ich will direkt in den Ort. So, gut. Also. Gehen wir doch mal zum Gemischtwarenladen. Moment, die Karte muss ich ja auch kaufen. Dann gehe ich mal hin und kaufe die Karte. So. Schön. So, 100 für die Karte, 100 für das Schwert, 75 für die Schaufel. Macht 275 Goldstücke schon mal weniger. So. Entschuldigen Sie, haben... Oh, du bist es wieder. Du bist wegen der Karte zum verlorenen Schatz von Melee Island wiedergekommen, wie? Und jetzt haben Sie es richtig geschrieben, war nämlich verlorener Schatz von Melee Island. Hast hoffentlich diesmal genug Geld dabei? Ich nehme sie. Gibt ein tolles Geschenk ab.
Bitte sehr, eine weise Entscheidung. Nun zisch ab. Ich will einmal mit dir reden. Entschuldigen Sie, aber haben... Oh, du bist es wieder. Ich sagte doch schon, es gibt nur eine einzige. Nun zisch ab. Okay, ich habe eine Karte. Dann schauen wir sie uns mal an. Der Kerl hat mich reingelegt. Das ist gar keine Karte. Das sieht aus wie... Black. Tanzschritte. Tanz der Affen. Hinten 2, 3, 4, links 2, 3, 4, rechts 2, 3, 4, links 2, 3, 4, rechts 2, 3, 4, hinten 2, 3, 4, rechts 2, 3, 4, links 2, 3, 4, hinten cha cha cha. Okay? Na ja gut, so schwer ist es jetzt auch nicht. Hinten, links, rechts. Links, rechts, hinten. Rechts, links, hinten. Also so schwer ist es nun auch nicht. Gut, jetzt haben wir noch mehr Geld. Dann kaufen wir uns jetzt noch... Also Schatzkarte haben wir. Dann brauchen wir jetzt noch das Schwert. Hey, wo bist du hin? Ich laufe durch die halbe Insel, versuche ein Treffen mit der Schwertmeisterin zu arrangieren. Ja, und? Der übrigens meint, du sollst dir das abschminken. Und als ich wiederkomme, bist du weg. Mal sehen, ob ich dir wieder einen Gefallen tue, undankbarer Ladendieb. Ja, dann nehme ich jetzt halt trotzdem die ganzen Gegenstände. So. Vielleicht, wenn ich jetzt die Sachen kaufe. Was willst du denn? Wegen diesem Schwert. Was ist damit? Ich will es. Prima. Die besten 100 Goldstücke, die du je ausgegeben hast. Was willst du noch? Wegen dieser Schaufel. Was ist damit? Ich will es. Prima. Die zahlt sich schnell aus, glaub mir. Du buddelst 75 Goldstücke schneller aus, als du denkst. Offensichtlich verkauft er häufiger Schaufeln. Aber lass anderen auch noch was vom Schatz übrig. Okay. Was willst du noch? Ich sehe mich nur mal um. Gut, zum Schwertmeister muss ich jetzt... Ich weiß ja jetzt, wo der Schwertmeister ist. Sei mein Gast, Bursche. Ah, schon ist er freundlicher. Okay. Schaufel, Schwert. Können wir uns mal angucken. Dickmaster. Die einzige Schaufel für den ambitionierten Schatzsucher. Mhm. Und Schwert. Slashmaster. Wenn Sie ein Schwert so scharf wie Ihren Verstand wollen. Mach schon, Grünschnabel. Okay, jetzt habe ich nur noch 205 Goldstücke. Gut, dann was haben wir hier? Okay, hier haben wir eine Kirche. Kann ich irgendwas machen hier? Nee. Gibt nichts zum Anklicken. Ausgang, Ausgang, nur Ausgang. Gut. Okay, was haben wir hier noch? Da sieht aus wie ein Gefängnis. Ja, Gefängnis. So, da ist jemand drin. Den gucken wir erstmal an. Sieht nervös aus. Okay, reden wir mit ihm. Du musst mich hier rausholen. Ich bin ein Opfer der Gesellschaft. Und ein Opfer des Mundgeruchs. Igitt.
Hey, jedem fällt es schwer, seinen Atem frisch zu halten, wenn es außer Ratten nichts zu essen gibt. Ja, das glaube ich dir gern. Kann ich jetzt wieder mit ihm reden? Mit Atemtod plaudern? Nein, danke. Okay. Ich will nichts außer meiner Freiheit. Und vielleicht ein Pfefferminz. Okay, ja gut, das vielleicht ist das ja machbar. Gut. Also Pfefferminz, vielleicht finden wir nochmal ein Pfefferminz irgendwo. Was geht's hier weiter? Okay, das sieht wichtig aus. Oh, Haus der Gouverneurin. Alles klar. Dann gucken wir mal hier. Da sind Hunde und die bellen auch. Okay. Gucken wir uns mal an. Tödliche Piranha-Pudel. An den Biestern komme ich nicht vorbei. Komme ich wirklich nicht vorbei? Kann ich die mit dem Schwert erledigen? Ne? Benutze Schwert. Bei diesen hilflosen Hunden? Das ist ja grausam. Schaufel? Das klappt nicht. Okay. Geht noch nicht. Okay. Ach, das Fleisch. Nicht Huhn. Benutze Fleischeintopf. Und? Jetzt haben sie es gefuttert und? Super, jetzt haben sie es gefuttert, aber das war's dann, oder wie? Hm. Gut. Gehen wir nochmal hier rein. Ich habe mein Auge auf dich geworfen. Klau nur eine Kleinigkeit und ich brech dir beide Beine. Der Kerl. Was willst du denn? Oh, jetzt kommt der neue Redebeitrag hier. Ich könnte einen Pfefferminz gebrauchen. Das sagst du mir? Hier, nimm eins. Bitte. Nimm die ganze Rolle. Das macht ein Goldstück. Was willst du noch? Ja, das war's. Okay, wenn ich Pfefferminz hab, dann kann ich auch gleich mit dem Typen reden. Sei mein Gast, Bursche. Ja, erst so freundlich, unfreundlich und dann, wenn man was gekauft hat, ist er freundlich. Wir müssen es andersrum machen, ne? Okay, gut. Pfefferminz habe ich jetzt auch. Da ist es. So, benutze Pfefferminz. Oh, die erfrischen. So, gib Pfefferminz an Gefangener. Oh, Grog o Mint. Wie erfrischend. Danke. Ah, bist du gekommen, mich zu befreien? Wer bist du? Mein Name ist Otis. Zumindest vermute ich das. Ich bin schon so lange hier drin, kann mich kaum erinnern. Du musst mich hier rauslassen, bevor ich den Verstand verliere. Gleich kommt. Siehst du nicht? Ich bin unschuldig. Siehst du nicht, dass ich unschuldig bin? Aber warum sitzt ein Unschuldiger im Gefängnis? Jetzt kommt Justizirrtum, ne? Bestimmt. Ich wurde reingelegt. Ich habe die Blumen nicht mal angerührt. Was für Blumen? Die gelbe
Caniche, Edomi, Orchidee, auch Hundsschlafblume genannt. Okay. Es ist verboten, sie zu pflücken. Okay, ich hab die aber gerade hier gepflückt. Okay. Mhm. Wie ist das Essen im Knast? Ach, das Übliche. Grog, Trockenbrot, Ratten, Käfer und Läuse, wenn ich welche fangen kann. Ich habe einen Käsekuchen von meiner Tante Tilly, obwohl sie weiß, dass ich den hasse. Der Koch aus der Bar ist ein alter Freund und ab und zu schmuggelt er was hier rein. Okay, der Koch, gut. Wie Fleischreste, meistens Füße und Lippen. Manchmal bringt er auch etwas sehr seltsamen Braten. Was ist so seltsam an dem Braten? Es ist der einzige Braten mit ausgebildetem Greifschwanz. Tja, gut, Sheriff Scheintop ist ein ziemlicher Trottel, wie? Kein Scherz. Fester Scheintop ist der übelste Kerl auf Melee Island, Trademark. Glücklicherweise hat ihn die Gouverneurin unter Kontrolle. Ja, das ist gut. Wir hatten einen fairen, netten Kerl als Sheriff. Doch der ist unter mysteriösen Umständen verstorben. Ja, verstorben. Alle auf der Insel glauben, der neue Sheriff hätte was damit zu tun. Okay, und da kommt er gerade. Mist. Ich glaube, das reicht, Otis. Hoppla. Ich hoffe, du hast nicht zu viel Zeit mit dem dreckigen Halunken verschwendet. Er würde alles tun, um nicht seine Strafe abzusitzen. Das deine... Du meine Güte, so spät, okay. Entschuldigen Sie, wir führen ja ein Privatgespräch. Es ist dreckig und riechen tut er auch. Ich glaube, er ist unschuldig. Lassen Sie ihn raus. Fremder, kümmere dich um deine eigenen Geschäfte. Hier entscheide ich, wer schuldig oder unschuldig ist. Entschuldigung. Hör zu, ich weiß nicht, was du vorhast. Aber mit hoher Wahrscheinlichkeit ist es illegal. Also vergiss es lieber. Wo immer du auch auf Melee Island Trademark hingehst, ich passe auf. Und wenn du eine falsche Bewegung machst, kannst du ein paar Jahre hier drin schmachten. Na, ist das aber ein Kotzbrocken. Hm? Siehst du jetzt, was ich hier ertragen muss? Du gehst besser, bevor du uns beide in Schwierigkeiten bringst. Gut, also, wichtige Info. Ich habe hier die Hundsschlafblüte. Okay. Das konnte er mir erst sagen, nachdem ich ihm das Pfefferminz gegeben habe. Also geben wir doch die Blume auch nochmal den Hunden. Dem, was sie schon mit Fleisch gefüttert haben. So, gib Blume an Pürtlich Piranha Pudel. Diese Hunde sind sicher keine Vegetarier. Gut, benutze Blüte mit Fisch. Nee, geht auch nicht. Gummihuhn nicht. Okay, also das Fleisch habe ich aus der Küche gekriegt. Ich bin ja mal gespannt. Mit dem Fleisch.
ob ich vielleicht in der Küche noch mehr Fleisch kriege. Vielleicht, wenn ich es für den Gefangenen abholen soll. Oh, da ist noch eine Ratte. Vielleicht kann ich die nehmen. Nimm. Ich warne dich noch nicht noch einmal. Ich will doch nur die... Lass die Ratte zufrieden. Ich will doch die... Hey, Mann. Frank, zieh meins über. Nun sieh dir an, was du angerichtet hast. Oh, ich habe die Ratte verjagt. Na gut. Sind sie jetzt wahrscheinlich sauer. Schade, ich dachte, ich kann die Ratte irgendwie kriegen. Also nochmal ab in die Bar. Gut. Geht nochmal hinten zum Kamin. Und dann muss ich jetzt wahrscheinlich wieder warten, bis der Koch rauskommt. Oder? Hey, du kannst hier nicht rein. Okay. Jetzt gehen wir zum Kamin. So. Okay. Ah ja, interessant. Hier gibt es weiteres Fleisch wieder. Ich habe schon gedacht, das Fleisch ist nicht mehr da. So, das ist das Fleisch, was wir dem Hund gegeben haben. Dann vermengen wir jetzt mal diese Hundsschlafblute mit dem Fleisch. Jetzt haben wir vergiftetes Fleisch. Damit komme ich doch jetzt vorbei. Okay. Gut, dann... mach mal rüber. Dann besänftigen wir gleich mal die Hunde, damit wir rein können in die Villa. Noch ein bisschen systematisch hier vorgehen. Also ich weiß ja, dass die Hunde das Fleisch futtern. Sie haben es ja schon gefuttert. Das heißt, wenn ich denen jetzt das Fleisch hinschmeiße, dann nehmen die das auch. Wobei es aber viel geiler gewesen wäre mit dem Schwert. Sie hier, komm mit dem Schwert, benutze Schwert. Oh, bei diesen hilflosen Hunden. Wie grausam. Okay, dann schmeißen wir euch das Fleisch rüber. Jetzt futtert. Kommt. Jeder kriegt ein Stückchen. Und da liegen sie. Wichtiger Hinweis. Diese Hunde sind nicht tot. Sie schlafen. Bei der Programmierung dieses Spiels wurden keine Tiere gequält. Okay, gut, danke. Also schlafende Hunde. Sie schlafen friedlich. Kann ich sie jetzt einpacken? Nee, kann ich nicht. Okay. Dann hier die Tür aufmachen. Dann gehen wir gleich mal hier hin. Was haben wir denn hier? Da haben wir eine Vase. Okay, die nehmen wir gleich mal mit. Hier haben wir ein Gemälde. Ich erkenne den Mann nicht, aber den Hund habe ich in der Bar gesehen. Okay. Der Hund in der Bar ist offensichtlich der Hund vom Vater von der Gouverneurin. Bücher. Keine Zeit zum Lesen. Haben wir noch irgendwas? Da ist eine Tür. Kann ich da durch? Diese Tür scheint verschlossen zu sein. Dann muss ich da wohl durch, ne? Andere Türen gibt es wohl nicht. Oder kann ich vielleicht ein Buch drücken? Ne, lässt sich nicht bewegen. Hier noch irgendwas? Ach, hier vorne ist noch eine Tür, genau. Was haben wir hier? Sieht aus wie ein Job für Fester Scheintop.
Die lasse ich lieber hier. Okay. Die Ming-Vase will er nicht zerstören. Hä? Warum benutzt du denn nicht? Hypnotisier, eigenwilliges Nashorn. Drücke, roter Knopf. Nein, nicht den roten Knopf. Schau an, gefährliches Lama. Es ist ein großes, hässliches Lama mit Wachslippen. Drücke, wahnsinniges Lama. Ich kann es nicht bewegen. Ziehe, wahnsinniges Lama. Ich kann es nicht bewegen. Ist sehr lustig. Nimm Heftklammerentferner. Benutze Heftklammerentferner auf wahnsinniges Lama. Dann fliege ich raus, okay. Gehe zu Bücher. Nimm Buch der Witze. Das werde ich noch brauchen. Ich muss wahnsinnig sein. Zack, wieder rein. Nimm Wachslippen. Augen, Maulwürfe. Nimm Nagetierspray. Benutze Nagetierspray mit Maulwurf. Benutze Nagetierspray mit noch einem Maulwurf. Benutze Nagetierspray mit Maulwurfherde. Benutze Nagetierspray mit witziger kleiner Mann. Schau an, sagenhaftes Idol. Das ist ja wunderschön. Öffne Schloss. Ich krieg es nicht auf. Oh. Nimm schwerer Stuhl. Benutze schwerer Stuhl mit Sheriff. Okay, kann man ihn kaputt schlagen. Das sollte ihn eine Weile aufhalten. Alles klar. Wenn ich nur eine Feile hätte, käme ich an das Idol. Tja. Kleine Pfeile hätte. Was habe ich denn jetzt hier eigentlich alles gekriegt? Schau an, Heftklammerentferner. Das wird sich nochmal lohnen. Was ist denn hier los? Ich dachte schon, was klappert denn da? Die Katze ist irgendwo am Bauen oder irgendwas. Okay, schau an, Buch der Witze. Ah, daher kommen die ganzen blöden Witze hier. Kannst du noch einen lesen? Öffne. Das geht nicht auf. Okay. Dann Wachslippen. Die sind für ein Lama gedacht. Und außerdem ganz vollgeschleimt. Nein, danke. Warum ein Lama mit Wachslippen? Was ist das denn für ein Scherz? Okay. Hält alle Nagetiere, aber auch Maulwürfe fern. Okay. Das Spray. Gut. Ansonsten, nee, mehr habe ich nicht gekriegt. Gut. Ja, ich würde mal sagen, idealer Zeitpunkt, um wieder eine kleine Pause zu machen. Wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal, wenn es weitergeht hier bei The Secret of Monkey Island.